Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Was geht denn eigentlich ab bei euch? Wir sind mal wieder zurück im All. Es gibt richtig viele Updates, Leute. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt, aber ich habe jetzt mal echt wieder Bock gehabt. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es jetzt mittlerweile die Option, dass man seinen Charakter selber ein bisschen anpassen kann, damit nicht jeder gleich aussieht. Es gibt neue Schiffe, es gibt neue Missionen, 8, 9 Stück oder so habe ich gelesen. Es gibt jede Menge Sachen, wo man jetzt irgendwie landen kann. Es soll wohl 3 Planeten geben, wo man landen kann. Es soll wohl eine Station geben, wo man noch landen kann. Und das Update war irgendwie 20 GB groß und ich hatte einfach mal wieder richtig Bock auf das Spiel, weil ich der Meinung bin, wenn dieses Spiel rauskommt, wird das auch nochmal ein Spiel wie Battlefield oder weiß ich nicht, was nochmal richtig durch die Decke gehen wird. Vor allem, wenn es endlich richtig auf dem Markt ist, so dass halt einfach jeder zocken kann und sich das auch im Laden kaufen kann. Dann wird es ja auch hier richtige Missionen geben und wird auch noch alles kommen, wenn es dann irgendwann geht. Jetzt sind wir gerade im Multiplayer auf der AirCorp-Station, keine Ahnung genau. Ich habe da, wie gesagt, auch noch nicht so viel gespielt und so lange und bin jetzt auch gerade mal das erste Mal wieder hier. Und wollte einfach mal mit euch gucken, was so geht, was so neu ist und ja, vielleicht auch schon wieder mal die erste Mission machen. Ach, hier ist nur die Bar, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will nämlich gucken, wo man sich umziehen kann. Und ja, wie gesagt, wir gucken mal, was hier so offen ist und kommt mit in eine fantastische Welt voller Raumschiffe, meine Freunde. So, gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ah, Knarren. Waffen. Kann ich jetzt auch schon mittlerweile hier Waffen kaufen? Das ging nämlich auch nicht. Bruder, kann ich Waffen bei dir kaufen? Medpen. Equipped. Medpens, aber zum Heilen. Ja, ich hätte das Geld, aber wir gucken erstmal weiter. Geil, wir können uns auf jeden Fall Waffen kaufen, Leute. Wie sieht's denn eigentlich aus mit so einem richtig dicken Snipergewehr? Da hätte ich ja schon eigentlich ultra Bock drauf. Ich glaube, ich habe so noch 2000 Geld aus den Kämpfen, weil man sicher hier auch Flugzeuge für eine Zeit von diesem Geld leihen kann. Aber ich glaube, man kann sich auch Klamotten hier kaufen. Ja, ist auf jeden Fall geil geworden, Leute, gebt euch das mal. Sieht der schon am coolsten aus. Hier, was? Ich brauche eine kleine Knarre jetzt erstmal hier. Was nehmen wir denn hier? Energy Pistol. Was haben wir hier? Energy. Alles Energy Ballistik. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast dir eine Knarre gekauft, Bruder. Okay. Der ist gefährlich jetzt. Verpiss dich, ich will eine billige. Einfach jetzt hier erstmal eine Knarre. Hier 900. Das sieht doch nice aus. Wir bewaffnen uns. Wie kaufe ich die jetzt? Ja, die sieht doch nice aus. Ach, jetzt kann man nur gucken, oder was? Ah, okay. Ja, sieht auf jeden Fall okay aus. Also, ne? Aber man kann die gar nicht kaufen. Okay, aber dann gucken wir doch mal, wie so ein Sniper-Gewehr in der Hand aussieht. Sieht bestimmt ganz nett aus eigentlich. Hier, gib mal her, das Gerät. Oh. 4000. Ja, das sieht schon sehr geil aus auf jeden Fall. Ja, Leute, also wie ihr seht, man kann jetzt hier auch mittlerweile mal alles antesten, gucken, wie das aussieht mittlerweile. Die Waffen hängen nämlich wohl irgendwo rum, wenn man halt Missionen und so macht. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir auch eine bekommen. Würde ich mich auf jeden Fall sicherer fühlen. Und ja, was kann man hier noch? Hier kann man gerade gar nichts machen. Kann man sich die hier auch angucken. Try on. Boah, teuer, teuer. Dreh dich. Ja, sieht doch eigentlich ganz nice aus so. Gucken wir nochmal hier hinten den. Ja, dich will ich nochmal ausprobieren. 20.000. Ja, läuft doch auf jeden Fall. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Guck mal schön in die Kamera. Yo, Bruder, was geht ab? Ja, okay. Das geht hier schon mal. Wir gucken mal weiter. Auch hier hinten sind auch noch Klamotten. Moment, wir gucken auch nochmal schnell hier. Ui. Ja, sowas ist natürlich geil. Einfach nur so ein dünner Anzug mit einem dicken Helm.
Hier in weiß, damit wir richtig stylisch. RSI. Wie teuer? 3000, habe ich richtig gesehen. Das geht doch sogar mal. Ja, ein bisschen homo, aber ansonsten ganz nice. Ja, so, wir gucken mal weiter. Ich glaube, dann wird hier gar nicht möglich sein, dass wir hier Klamotten noch im Moment kaufen. Wir können eher alles angucken. Und ja, wir gucken einfach mal weiter, was es sonst noch so gibt. So, hier ist irgendein Heilzentrum, Krankenhaus, keine Ahnung was. Kann man hier machen? So. Kann ich irgendwas tun? Auf jeden Fall sieht alles ultra geil aus, das muss man einfach mal sagen. Komm ich hier rein? Oh, durchgebackt. Ich glaube, das sollte gar nicht sein. Ja, egal. Geht nicht auf. Hallo? Nee. So. Ja, hier können wir auf jeden Fall noch nichts machen. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh, nochmal geil. Gebt euch einfach. Ist so geil hier. So, ich guck nochmal weiter, was sonst noch so neu ist. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir einfach mal, ob wir überhaupt noch ein Flugzeug haben und wie es aussieht. Und ja, ich guck mich erstmal nochmal hier um. So, jetzt sind wir, glaube ich, in einem normalen. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Try on. Einfach eine chillige Hose. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie ein Russe. Okay. Okay. Warum kann ich das denn dann nicht kaufen? Das frage ich mich eigentlich nur. Ja, eine ganz gechillte schwarze Hose. Ja, also, eigentlich wäre ich ja dabei. Noch so ein paar chillige Sneaker dazu. Aber irgendwie kann ich das alles nur angucken. Vielleicht muss ich ja hier mal. Was geht, Bruder? Nix. Chill's einfach nur. Fire Exit geht nicht. Ja, hier können wir auch nochmal austesten. Dreh dich. Ja, sowas wäre doch mal ganz gechillt, aber leider kann ich nur gucken und weggehen. Das heißt, ich denke, wir müssen die Klamotten einfach für Missionen und so erstmal bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal schnell da hinten um und dann geht's weiter. So, was haben wir hier noch? Ah, hier ist wieder das ausgestellte Flugzeug. Das ist aber immer noch dasselbe wie vor, keine Ahnung, 2-3 Monaten, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ist so ein Rennschiff, weil hier soll es dann irgendwann auch die Funktion geben, dass man gegeneinander Rennen fliegen kann, so richtig Formel 1 mäßig. Und da ist halt so ein Rennschiff dafür extra. Ist dann halt im Kampf, im Weltall halt dafür eigentlich nicht geeignet. Aber man kann ja hier quasi, irgendwann soll man ja spielen können, was man will, wie man will. Worauf man Bock hat, wenn man halt sagt, man ist eher der Renntyp so, dann soll man nur Rennen fliegen. Wenn man sagt, man möchte nur kämpfen, kann man nur kämpfen und. Es wird halt alles geben. Was haben wir hier? Okay. Ah, Reparatur. Ja, da ist die Hornet, eins meiner Lieblingsschiffe. Richtig geil. Ich denke mal, das werde ich nicht mehr haben, weil ich das ungefähr nur für 1-2 Wochen benutzen konnte, weil ich das halt mit so in-game Geld gewonnen habe quasi oder geholt habe. Da müsst ihr einfach quasi gegen andere kämpfen und bekommt Coins dafür und die könnt ihr dann verwenden. So, ja, ich glaube, das war's erstmal hier von dem Planeten. Viel mehr ist hier auch gerade nicht. Auf jeden Fall cool, man kann sich jetzt alles angucken, die Knarre mal angucken, was geht ab. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Station, wo man sich ein Raumschiff besorgen kann. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und da sehen wir uns. Jetzt sind wir hier in der Station, wo man aufwacht. Hier, wir haben so einen beige-grünen Anzug an und wir gucken jetzt erstmal hier, was wir so machen können. Und zwar, da seht ihr, ich habe mal 2750 von diesem Ingame-Geld verdient und ich habe echt keine Ahnung mehr, wo was war. Was haben wir? Hier sind die Missionen. Und da können wir auswählen, was wir machen wollen. Zum Beispiel Repair, hier das Ding. Dafür kriegen wir 1000 Geld. Oh, man kriegt sogar mittlerweile für die Jobs Geld, wenn man die erledigt. Das ist nice.
Das finde ich gut, weil das war bis jetzt noch nicht so. Dann nehmen wir doch jetzt mal das als Job und das hier packen wir weg. So. Dann wollen wir doch mal gucken. So, das hier halt, wie gesagt, diese Station. Könnt ihr ja auch nochmal in den anderen Videos gucken, wo ich schon Missionen spiele. Da sieht man die Station auch und auch mal eine Mission. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, welches Schiff ich im Moment habe, weil das eine, was ich als Starterschiff quasi gekauft habe, ist halt wirklich schlecht. Gerade so für einen Kampf ist das das schlechteste Schiff überhaupt. Und man merkt das extrem, weil Leute, die schon krassere haben, die hauen euch echt weg. Was ist hier für eine Durchsage? Keine Ahnung, hier, die Mustang ist halt wirklich nicht so gut. Ich habe die Delta oder ich glaube die Alpha hatte ich ganz zum Anfang. Wir gucken einfach mal, was man hier testen kann. So, und wir haben B01. B01, wo haben wir denn B01? Da, B09. B10. 0 und 4, also hier hinten, okay. So. Oh mein Gott, das ist einfach so geil. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich dieses Spiel dann zu kaufen, wenn es vielleicht rauskommt. Jetzt im Moment ist das alles noch ein bisschen schwierig. Man kann das halt nicht einfach so mit Paysafe-Karten kaufen. So, das Schild ist auch noch geil. Danger. So, jetzt werden wir nämlich fertig gemacht für gekühlt. Was geht ab? So, was hatten wir? B01, ne? B0 und 2. So. Da hinten wird schon angezeigt. So, Leute. Wir sind zurück im All. Oh mein fucking Gott. Es ist so krass. Es ist einfach so unnormal heftig, Leute. Ja, wir sind auf jeden Fall zurück. Da hinten müssen wir hin. Und das ist unser Schiff. Oh ja. Hallo. Oh, das ist sogar gar nicht so ein schlechtes. Das ist ein Fighter-Schiff, das weiß ich noch. Oh ja. Typ Gun. Oh ja. Es wird alles angezeigt. Sehr geil. Ist auch neu, dass man ein bisschen mehr sieht. Und auch, dass man irgendwie jetzt beim Landen gibt es wohl jetzt ein Teil, was einem helfen soll. So, wo muss ich denn hier kommen wir rein? Ab geht's. Es ist so geil, Leute. Es ist wirklich... Es ist jedes Mal das geilste Gefühl, wenn man in ein Schiff steigt, dass alles losgeht und alles startet. Da fühlt man sich doch wirklich wie bei Star Wars. Aegis Combat Assist activated. Ja, Systems green. So, Leute. Ich stelle mal kurz nochmal alles ein bisschen schneller und dann würde ich sagen, starten wir auch. Hab's auf jeden Fall jetzt gerade nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir versuchen jetzt einfach mal zu starten. Launch complete. So. Okay. Begin scan. Okay, wir sind schon mal in der Luft, Leute. Oh. So. Wir starten erstmal langsam. Ich muss erstmal wieder richtig krass reinkommen. Oh Gott. Oh Gott. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Bruder. So. Begin scan. Wie war das denn nochmal mit dem Stabilisieren? So. Und jetzt? Begin scan. Ja. So. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Wie war da nochmal alles? Landing gear retracted. Begin scan. So, da hinten war ein anderes Flugzeug. Wir starten jetzt auf jeden Fall. Aber warum dreht er sich denn auf den beiden Tasten nicht mehr? Muss ich dafür noch irgendwas aktivieren? So, Leute, kleinen Moment. Also das ist auf jeden Fall Bremse, war das doch. Ah, es war so ein Zurückfallen, okay. So, damit kommen wir auf jeden Fall dahin. Ne,
so war schon richtig, okay. Aber wie nehme ich den denn nochmal an? Totem Travel. So. Initiated. Mit Lichtgeschwindigkeit. Totem Travel. Complete. So. Begin scan. Da ist jemand. Oh. Begin scan. Oh. Piraten! Leute, wir sind back in business. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man fliegt. Wir geben uns jetzt einfach mal hier einen schönen Trip. Oh mein Gott! Leute, jetzt geht's los. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich versuche die einfach mal direkt wieder zu holen. Okay, 1000 Meter. Shields recharge. Oi, 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 oi. Oh Gott, wir sind angezählt. Runter. Begin scan. Okay. Okay, Leute. Wo sind sie? Wuhuhu. Okay, jetzt ruhig. Wo seid ihr? Ich sehe sie nicht. Da. Los geht's. Ich habe ihre Schilde getroffen. Ihr entkommt mir nicht. Oh mein Gott, Leute. Da kommen aber wieder die alten Zeiten hoch. Let's go. Getroffen. Ja, ja, alles ist gut, Bruder. Okay. Ich hätte vielleicht mal erst ein bisschen wieder fliegen sollen. Egal, einfach drauf da, ne? Oh mein Gott! Okay, da komm. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Oh mein Gott, ich werde gleich ohnmächtig. So. Treffer! Komm ran! Leute, so langsam habe ich es wieder. Getroffen! Jetzt bleiben wir dran! Gib ihm! Ach, komm her! Wow! Wir kriegen Unterstützung. Ich glaube, wir haben Unterstützung gekriegt. Sind sie weg?